Hallo. Jetzt sind 8 Wochen Fasten um. Da geht es mir noch perfekt. Handfasten. Das heißt, die ersten 6 Wochen habe ich gar nichts gegessen, nur Wasser getrunken und Chlorella-Alge getrunken. Und dann ab der 7. Woche habe ich Hanfmilch jeden Tag 1 Liter getrunken. Und Wasser. Und meine Vitamine natürlich. Ja, jetzt. Und ich habe jetzt noch vor, weiterzumachen. Nochmal 4 Wochen. Das ist ein Vierteljahr voll. Dann reicht es wahrscheinlich. Jetzt können wir auf Rohkost umschwenken, hauptsächlich. Und noch gesünder leben. Wie schon. Ja, jetzt bin ich gespannt, was die Waage sagt. Anfangsgewicht war 106,5. Mit Schuhen. Ohne Jacke. Ich habe in der Garage eine Viehwaage, mehr oder weniger. Also eine Paketwaage. Stehe ich irgendwann drauf. Hat sich schon aushalten. So, hat auch nicht. Okay, schauen wir mal. 85,6. Kilo. Also 20 Kilo verloren. Es geht. Kann man lassen. Na, jetzt mit der Hanfmilch, das sind schon einige Kalorien. Und dann merkt man gleich, dass es nicht mehr so schnell geht wie vorher. Aber dafür ist es erträglicher. Und wahrscheinlich gesünder auch. Das ist eher Regeneration, was ich jetzt mache. Ja, schauen wir mal, ob die 80 noch runterkommen. In den nächsten 4 Wochen. So, nachdem ich jetzt über 20 Kilo abgenommen habe durch Fasten, ist es jetzt an der Zeit zu versuchen, sich wieder fit zu machen. Und ja, ich habe hier so ein Dada-Band, das gibt es für ungefähr 100 Euro im Internet. Da kann man verdammt viele Übungen machen im Wohnzimmer und nebenher auf die Kinder aufpassen. Ja, man braucht wenig Zeit dafür, es ist sehr intensiv. Genau das Richtige für die nächsten 4 Wochen.
Nicht anstrengen. Nach dem Handtraining empfehle ich immer einen Schluck Hanfmilch zur Regeneration, Muskelaufbau und zum Fasten. Nastrovil. Also, wenn ich 20 Kilo in 8 Wochen reduzieren kann, dann kannst du das auch. Viel Spaß beim Nachmachen. Zur Ergänzung machen wir immer noch 3 Sätze, 3x20 Liegestütz und 3x20 oder 30 Sit-Ups.
Haben wir schon ein bisschen Arbeit. 4 Wochen Fasten sind hier noch gespeichert. Kein Problem. Und immer schön Vitamine nehmen, wie in Video 1 beschrieben. Vitamin D in Verbindung mit Vitamin K. Reichen 2-3 Tropfen. Dann geht's aufwärts. So, ich nehme jetzt zum Beispiel diese Rocky Mountain Mikromineralien ein. Die sind in einer bioverfügbaren Form in der Flasche drin. Und wenn man da einen Esslöffel einnimmt oder zwei pro Tag, dann merkt man sofort, dass man viel mehr Energie hat. Ich zumindest. Ich habe mir auch so einen Flachmann beschafft von der Firma Stanley. Ich habe es reingefüllt mit dem Trichter. Da kann es überall mit hinführen. Der ist richtig stabil. Und so schöne Edelstahlgläser. Perfekt. So. Prost. Und dann gibt es noch so einen komischen Schaber hier. Kann man auf der Zunge einen Belag runterschaben. Das ist scheinbar irgendeine Entgiftungserscheinung vom Körper, dass die Zunge belegt ist. Damit kann man es abkratzen. Die finde ich so gut, dass sie es bald auf meiner Webseite zu kaufen gibt. Unter www.lindkind.de. Immer schön Vitamine essen. Immer dreierweise. Kriegt man fast nicht runter. Immer schön Loretta drin.